Sind wieder zurück zu Dungeon Hunter Alliance. Ich hatte ein bisschen Pause zwischen dem letzten Part und diesem. Ich habe mir sogar überlegt, das Ganze neu anzufangen, weil es ist echt schon lange her. Ein Monat, 2 Monate her. Es kamen Releases raus, dies und das und ja, keine Ahnung. Okay. Ja, nee, dann ist es ja alles vollkommen klar. So. Ja, wieso bin ich hier zurückgekommen? Ich wollte das Let's Play einfach machen. Sobald. Ich hätte es auch abbrechen können. Jetzt hätte es das niemals gegeben, aber es ist ein Dungeon Crawler Hack and Slay. Als Fan des Genres muss man auch das mal gemacht haben, gespielt haben. Und hier bin ich nie wirklich weit gekommen. Alter. Ding ist, alle respawnen, glaube ich, ne? Bei einem Neustart. Deswegen sollte man vielleicht nicht immer hier. Ach ja, ich muss mir ja auch dann noch eine Skillung anschauen. Tatsächlich. Boah. Da kommt ja doch noch ein bisschen was auf mich zu. Offscreen. Diesen Part werde ich aber etwas länger machen. Eine Stunde. Mal sagen. Das Spiel dauert ja.
Na gut. Ich glaube, ich muss hier an dieser Kreuzung alles klären. So, ich mache mal eben hier. Ich habe alles auf Geschick getan. Okay. Linke Hand, rechte Hand, okay. Ach. Ivoric. Waffen sind schon mal gut. Das ist auch dann schon mal... Oh, sieht gleich aus einfach. Gott, ey. Energie. Ja. Nee, brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Auch nicht, auch nicht. Das ist schon ganz nett. Na gut, was haben wir geändert? Ich glaube, mein Helm. Das war's. So, äh. 18 ist Max, okay. Gold habe ich sowas von dem Überfluss. Denke ich mal. Liebesring. Nase juckt ein bisschen. Ja, jetzt Kreuzung. Trophäe bekommen. Für was auch immer. Das Tor auf. Was habe ich denn hier für Skills? Level up. Geil. Kommen hier jetzt unendlich Dinger raus, oder was? Gucke doch ein bisschen. Noch einer. Geht denn? Kommt noch mehr? Nee, 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 nee. Schauen wir uns das mal an. Also hier waren wir noch nicht. Also wir waren da, aber dann nicht. Tut mir leid, falls es sich hier irgendwie verzögert. Ich weiß nicht mehr genau, was im letzten Part passiert ist. Und ich hab's mir auch nicht angeschaut. Hätte ich machen sollen. Aber egal. Ich nehm's mit jedem hier auf. Gibt's hier ein Gewicht? Nee, oder? Gewicht? Nö. Das. Ups.
Okay. Die kann man sich eigentlich immer gönnen. Kann immer voll machen, wenn man da ist. So, da unten war eine Sackgasse, anscheinend. Dann schauen wir mal in dieser Richtung. Bin ich hier gestorben oder so? Kann ich mir gut vorstellen. Dankeschön. So, die Ecke ist erkundet. Oh, ich bin unsichtbar. Ah, für eine bestimmte Zeit. Okay. Ups. Scheiße. Ah, okay. Okay. Alles halt hier schon. Ein paar Gegner neu, aber sonst. Alles halt hier schon. Geht doch tiefer rein als gedacht. That's what she said. Was ich noch aufnehmen will, ist Silent Hill Book of Memories. Ja, komm. Wieso nicht? Auch ein Dungeon Crawler. Sind das die beiden einzigen Dungeon Crawler? Hack and Slays, auch für Vita. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall kommen die auf den Kanal. ja, ich habe auch... Die Aufnahme ist auch ganz gut hier mit dem Sound und alles. Finde ich ganz nett. Ich schau noch mal. Der Quest. Ach hier. Hier. So, den Koboldkönig, den muss ich nehmen. Come on.
solange ich die noch alle... Oh. Solange ich die noch alle gut wegklatschen kann, ist das alles super. Ich guck gerade auf dem PC-Monitor. Der Delay ist vorhanden, auf jeden Fall. Aber kann man eigentlich auch vom PC-Monitor spielen. Ja, ich würde schon sagen. Bei sowas wie God of War würde ich sagen, gibt es Probleme wegen Quicktime-Sequenzen und so. Da kommt es dann doch schon drauf an. Da hatte ich ja auch schon Probleme bei God of War 1. Das habe ich nämlich über PS Now gespielt, dem Spiele-Streaming-Dienst PlayStation und Sony. Da habe ich kurz nicht aufgepasst. Nee, ich guck dann doch lieber auf den Vita-Bildschirm. Das macht doch mehr Sinn. Habe ich mehr Übersicht. So. Nee, die respawnen doch nicht. Okay, das ist gut. Sterben, bringt das was? Also, schadet das? Also auch Sachen wie... Luigi's Mansion. Auf jeden Fall will ich auch noch aufnehmen. Es gibt so viele Spiele, die ich noch aufnehme. Auf die ich richtig Bock hätte, wäre... ja, weiß ich nicht. Last of Us habe ich schon mal angefangen. Ist so eine Sache. Und, ja, ist geil, ja, bla, aber ich weiß nicht. Was ist das? Das gibt mir doch eine Aura. Geil. Jetzt habe ich eine Kampf auf. Wo ein Cooldown hat, ich sehe keinen. Aber gibt gut Damage. Bisschen aufpassen. Und natürlich auch die HP im Auge behalten. Das verliert sich schnell. Muss ich sagen. Auch so viel Loot. Unnötig. Also so extrem viel Müll-Loot. Wenn es einfach nur Loot wäre, okay, aber es ist wirklich schon viel Müll dabei. Oder nur Müll. Ist es wenigstens was wert. Ich bin auch schon relativ kurz vor einem Level up. Auf Bloodborne hätte ich auch Bock. Ja, Bloodborne auf jeden Fall. Ansonsten... mal die hier so ein bisschen runnen. Nicht schon wieder. Fuck. Tut mir leid, ich sterbe hier die ganze Zeit. Ich schau lieber auf die Uhr. Ja, wir haben gar nicht so lange gezockt. Eigentlich könnte ich auch cutten gleich. Also nach einer halben Stunde. Mache ich, glaube ich, auch. Oder? Obwohl, ich nehme so lange auf, wie ich
wie ich zukomme. Weil bei jedem Cut ist es immer so eine Sache, muss man sich überlegen, ja, nimmt man noch ein Part auf, nimmt man keinen Part mehr auf. Und wenn man keinen Cut macht, dann nimmt man halt einfach auf. Dann kriege ich auch mehr geschissen. Natürlich könnte ich es im Nachhinein auch cutten, aber das hier wird alles einfach aufgenommen. Einfach so. Sehr verwinkelt hier. Muss ich aufpassen. Freue ich mich schon auf den Rückweg. Bestimmt richtig geil. Ja, das hier ist halt einfach ein generischer Dungeon Crawler halt. Generischer Thema halt wirklich der Prototyp Dungeon Crawler vom Thema her. Die Story weiß ich nicht mal. Ich glaube, wir sind tot. Oder halt auch nicht. Wir sind der König, der gestorben ist oder so? Ich habe noch vage was im Kopf, aber es ist total egal. Es ist wirklich absolut egal. Mir ist es auch absolut egal. Borderlands 3 ist raus. Ich müsste mal schauen, ob das auf meinem PC funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es auf der Konsole zocken will. Das ist mal so eine Sache. Habe ich Bock zu? Eher nicht. Wenn dann schon PC, aber zur Not geht auch Konsole. Lieber Konsole als gar nicht. Sehen wir es mal so. Ja, ich glaube, auf meinem PC läuft das auch nicht gut. In ansehnlicher Grafik. 20 Gold wollen die hier schon. Wucher. Hier, ich will da mal. Mach euch alle. Ich muss hier ja nur den König. Oh, perfekt. Rückzug Gup. Reizbar, reizbar. Keine Besucher heute. Bla bla bla. Ja, kannst du haben. Ich meine, fertig. Oh Gott. Aber ich glaube, wir kommen ja direkt vom Boss. Auch mit dem Trank. Ding. Alles gut. Aber wie mache ich das? Intro überspringen. Gott. Oh Gott, ich war surrounded. Nennt man das doch. 8 Tränke sollte reichen. Passt schon. Oh, ich verliere hier aber ordentlich XP, oder wie?
Oder bin ich gerade Level abgekommen? Ah, ich bin Level abgekommen. Der denn her? WTF? Richtig uncool. Gott. Ja, mir haben tatsächlich die zwei Tränke gefehlt. Aber wo sehe ich denn meinen Feen-Cooldown, ey? Aber der ist auf jeden Fall machbar. Gott. Da war ich eingekesselt. Okay, Konzentration.
doch schon etwas fordernder, ne? Erwache, König, und kämpfe. Jedes Mal kostet mich das halt die Tränke. Einfach mehr Kiten. Geht ja nicht anders. Nahkämpfer, Fernkämpfer. Ja, die Minis. Ich bin ja gar nicht auf. Fuck, Mann. Warte ich jetzt einfach den Cooldown ab? Was macht ihr da? Oh oh. Der ist schlecht gelaunt. Was? Das hat mich... Gott. Ich hab ihn fast gekriegt. Also... Ja. Da war ich einfach wieder... dumm. Ja, ich glaube, dumm ist das richtige Wort.
hab's gleich. Möglichst viele dann versammeln. So, jetzt kommt. Kommt alle her. Oh. Zum Glück habe ich so viel Gold. Nicht zu gierig werden. Ja. Ah. Die Krone, die er trug, sie muss einem längst verblichenen Edelmann gehört haben. Natürlich. Wer findet, darf's behalten. Aber sie hier, seine Rüstung. Erkennst du diesen glänzenden Kristalle, die in der Panzerung eingearbeitet sind? Ja, Kraftkristalle, negative Energie, versuchte Gefühl, bla. Ja, Text. Interessiert mich nicht. Ein Elfenbogen. Geil. Und eine Herrscherkrone. Und Nordschild und Stammesbogen und. Lasset mich noch eben schauen. Gibt es ein... Na gut, ja, dann gehen wir doch in die Stadt. Eigentlich habe ich noch eine Quest offen, aber hey. Yep. Ich schaue auf die Uhr.
ja, noch knapp 20 Minuten machen wir noch. Dieser Part wird halt ein bisschen länger. Noch ist das noch nicht so spannend, deswegen machen wir hier die Part ein bisschen länger, damit wir schnell zu dem interessanteren Teil des Spiels kommen. Erstmal rüsten wir hier uns aus. Aktuell die Stammungsbogenschiene. Also Waffen kann ich alle verkaufen. Meine auch einfach besser. Ja, Waffen kann ich alles weg. Das kann ich nicht. Wieso? Level 2 und Energie. Das kann ich auch nicht. Alles ausgegraut. Auch nicht schlecht. Hat mehr als doppelt so viel Rüstung und HP-Erholung. Magischer Widerstand ähnlich. Rüstung. Nee. Kann ich das tragen? Nö, kann ich nicht. Mir fehlt. Die kann ich ausrüsten, okay. Kein guten Glückringe habe ich auch nicht. Tränke, ja, kann ich alles verkaufen. Alles verkaufen. Zack. Zack. Das Ding ist, ich weiß nicht, was ich hiermit großartig machen soll. Die grauen Sachen, die kann ich alle verkaufen und grün auch. Deswegen, ja. Keine Ahnung. Cool, ey. Das ist so ein Wolfskopf. Alles weg. Kann ich nicht tragen. Weg. Okay, hier sind ein paar Sachen, die ich umrüsten will. Mit dem Ring. Rechts hier. Der hier ist kacke. Den finde ich nicht schlecht. Dann können wir den Rest verkaufen.
So, Scheiß drauf, weg. Hallo? Ein Verderberdämon war. Ja. Gute Arbeit. Dankeschön. Auftrag erfüllt. Jetzt ist das Tor auf, um rauszugehen. Das sind die... Ah, okay. Ich hab nicht mal ordentlich Cash bekommen. Was ist denn hier schon wieder? Dankeschön. Ja, ja. Ich lasse die Quest einfach scheiß drauf. Das ist keine Hauptquest. Ich brauche aber eine. Ich mach mal eben die Tür auf für meine Katze. Hier. Kein Ding. Oh, neue Questgeber, wie ich sehe. Rübergreifen. Oh, what? Okay, dann hätten wir die Quest schon mal. Dritter Akt. Wir befinden uns im dritten Akt. Anscheinend. Ja, ein Biest töten. Ding. Und noch ihm hier die Quest abholen. Bla bla bla, mein Sohn, ich habe große Sorgen. Was ist geschehen? Südstraße, Dorf. Wer hätte längst zurück sein sollen? Ja. Südstraße. Oh cool. Direkt die Südstraße gefunden. So, ja, knapp Viertelstunde noch. Gott. Ah. Ladezeiten, Ladezeiten, Ladezeiten. Ich find's eigentlich ganz geil, die Aufnahme hier von der Vita. Technisch alles recht simpel. Also, was heißt simpel? Die Vorarbeit war halt schon ein bisschen komplexer. Nichts Unmögliches, aber schon komplexer. Aber dann, wenn alles richtig eingestellt ist, USB an den PC, also Vita mit USB anschließen, dann Audio, einfach ein normales Klinke, AUX-Kabel quasi nehmen und mit dem Line-In vom PC verbinden. Ich habe jetzt dazwischen noch so einen Audiofilter drin, der, ja, wie gesagt, Audio ein bisschen filtert, weil die Spannung oder so im PC oder vom USB-Anschluss oder so Störgeräusche macht und mit dem Endstörer geht's nicht weg. Das könnt ihr recht gut hören im Let's Play von Uncharted und von Killzone Mercenaries. Und ab hier habe ich den Filter drin und auf jeden Fall deutlich besser. Ich glaube, bei Uncharted ist es besonders schlimm. Alter, sind das viele. Was?
Ich hätte doch noch ein Viertel. Oder ein Drittleben. Aber ich bin gleich Level 6. Ich muss hier auch nichts nochmal umbringen. Alles gut. Nach dieser Gruppe bin ich wahrscheinlich schon Level up. Nicht ganz. Also hier muss man echt irgendwie aufpassen auf sein Leben. Alles unter halbem Leben. Kritisch. Alter. Hier geht die FPS ein bisschen da. Ich habe schon ordentliche HP-Regeneration. Weil ich das ein bisschen skille quasi und mein Item auf HP setze, dann. Oder auf Lifestyle und sowas. Wäre schon ganz nice. Wenn ich sowas finde. Da hinten ist aber auch schon ein Pottladen. Gott, ey. Wie viel? 40. Ach du Scheiße. 400 Gold hat es mich gekostet. Alter, verdammt. Walter Verdammten. Südstraße. Südstraße. Okay. Südstraße erstmal. Und dann später den Wald der Verdammten. Okay. Also hier geht die FPS auch ein bisschen runter, aber... Es ist egal. Oh ja, Skill. Lasset mich mal eben skillen. Vielleicht Stärke ein bisschen, damit ich Waffen tragen kann. Waffen und Rüstungen tragen kann. So, ein Oh, geil. Geil, ey. Auch cool.
Aber ich kann schon mal Getränke tragen. Ich hol mir die auch direkt. So, lecker jetzt. 13. Ich könnte es noch weiter hochskillen, aber 13 Tränke sind genug, glaube ich. Wo rennst du denn hin? So, dein. Aber ich habe 3 Tränke mehr. Früher. Alle platt, jeden einzelnen von euch. Ja, manchmal ist das schon, ehrlich gesagt, ein bisschen öde. Aber es ist auch sehr entspannt. Die Loot-Spirale hat jetzt noch nicht gegriffen, weil die Items größtenteils Müll sind. Aber das wird sich bestimmt auch bessern. Wenn nicht, dann entspannen wir uns einfach. Lehnen uns zurück, schauen uns Level Design an, was das Spiel halt uns zu bieten hat, je nachdem die Bosse. Die Bosse sind ja anscheinend doch sehr anspruchsvoll. Also der Trollkönig da vorhin, mit denen hatte ich Probleme. Lass den Jungen los. Hört ihn jetzt an. Ich glaube schon, verschwindet. Ja, ganz richtig. Ich. Kommt alle her. Kommt alle her. Oh, was? Ups. Nein. Ich wurde gerade. Ja, okay, geht. Geht. Zwar schon weit, aber. Ja. Mein Fehler. Ich muss es halt noch ausloten zwischen. Sparsam sein und geizen. Mit den Tränken, meine ich jetzt. Also es kann ganz schnell schief gehen in die eine oder andere Richtung. Ich habe keine Tränke mehr oder ich sterbe. Was? Thank you.
Zack. Danke, Sir. Okay, hier wird das auch erledigt. Hier ist noch eine schöne Truhe mit einem Ring. Eisengürtel. Ich habe hier halt Fertigkeitspunkte und ich weiß nicht, ob ich sie skillen will. So viel Müll angesammelt. Bisschen besser. Wichtig, auf die HP zu achten. Das war knapp. Ist das zweihändig? Wie kostet das? 1700. Cool. Verkaufen. Zack, 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 zack. Die können wir. Wieso ist... Kann ich den nicht tragen, oder was? Geschicklichkeit, doch, kann ich tragen, aber... Die kann ich nicht tragen. Okay, So. Oh, mein Auge. Das ist einfach nur ein Lager. Ein Zwischenlager. Auch schnell auf die Uhr achten. Oh, ich muss hier cutten. Dann würde ich sagen, cutten wir hier. Ja. Das ist eine gute Stelle. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Das war ein weiterer Part Dungeon Hunter Alliance. Wir werden uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dann.